Ich will dir nicht vergeben und werde dir nicht vergeben. Wir werden uns am Tag der Abrechnung wiedersehen. Du hast mein Haq genommen. An Yawm al-Qiyamah wirst du sehen, was du davon hast. Habt ihr auch schon Aussagen wie diese gehört? Oder ist vielleicht sogar selbst zu jemandem gesagt? Leider ist dies unter den Muslimen ein weit verbreitetes Phänomen geworden, seinen Geschwistern mit dieser Härte an Worten entgegenzutreten. Oft sind es nicht einmal die Worte selbst, die einen schockieren, sondern die Leidenschaft, mit der sie ausgesprochen werden. Mit voller Überzeugung im Recht zu sein, droht man seinen Bruder oder seiner Schwester im Dien, sein Recht an Yawm al-Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala einzufordern. Stellen wir uns doch einmal diesen Moment vor. Es ist der Tag der Abrechnung gekommen. Ihr tretet vor Allah subhanahu wa ta'ala und du bekommst dein Recht zugesprochen. Im ersten Moment bist du glücklich. Du freust dich und denkst dir vielleicht, ich wusste doch, dass ich im Recht bin. Jetzt wird er sehen, was er davon hat. Aber haben wir uns schon einmal gefragt, wie vielen Menschen wir ihr Recht genommen haben? Stell dir vor, wir sind nur damit beschäftigt, jedem sein Recht geben zu müssen. Was denkst du, mein lieber Bruder? Was denkst du, meine geehrte Schwester? Von wie vielen Personen hast du selbst womöglich schon ihr Recht verletzt? Und es spielt keine Rolle, ob dir in diesem Moment klar war, wer im Recht ist und wer nicht. Ob es nur ein falsches Wort war oder es nur um ein paar Euros ging, die du einer Person schuldest. Und das sind nur kleine Dinge. Wenn wir über unser Leben reflektieren und ehrlich zu uns sind, haben wir doch schon oft falsche Entscheidungen getroffen, die wir im Nachhinein zutiefst bereut haben. Und jetzt, wenn sich Allah subhanahu wa ta'ala dir zuwendet, um über all deine guten Taten und deine schlechten Taten zu richten, wie würdest du gerne, dass mit dir umgegangen wird? Möchtest du, dass er subhanahu wa ta'ala dich mit dem Blickwinkel aufs eigene Recht betrachtet? So wie du es bei jeder Kleinigkeit bei deinen Geschwistern getan hast? Oder würdest du lieber mit dem Blick der Barmherzigkeit gesehen werden? Wir müssen uns immer daran erinnern, dass es allein die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist, welche uns in das Paradies führen wird. Und wie barmherzig soll mit dir umgegangen werden, wenn dein Herz gegenüber deinen Geschwistern stets von Kälte erfüllt war? Wenn man nur seine Gebete anschauen würde, für welche man voller Hoffnung Belohnung erwartet, dann frag dich, wo waren so oft schon deine Gedanken nach dem Takbir? Waren sie zu 100% bei Allah subhanahu wa ta'ala? Oder waren sie bei deiner Arbeit, bei deinem Geld, bei einer Frau oder einem Mann? Wo waren deine Gedanken wirklich? Wäre Allah subhanahu wa ta'ala ohne Barmherzigkeit seinen Dienern gegenüber, so wie wir es oft sind, könnte er unsere Gebete eines nach dem anderen als ungültig aussortieren, weil wir unseren Schöpfer nicht sein volles Haq gegeben haben. Oder wenn wir an unsere Geschwister in der islamischen Welt denken, ob es in Syrien, Burma, Kaschmir, Afghanistan, Ostchina oder im Jemen ist, die Liste ist sehr lang. Inwiefern haben wir ihnen ihr Haq gegeben? Haben wir uns für sie eingesetzt? Haben wir unsere Stimme für sie erhoben? Oder etwas für eine Veränderung ihrer Lage getan? Ich denke, wenn jemand das Recht hat, an Yawm al-Qiyamah von uns etwas einzufordern, dann wären sie es an allererster Stelle. Bei uns hingegen sind es meistens Kleinigkeiten, worüber wir streiten oder wofür wir unser Recht einfordern wollen. In einfachen Worten, es sind materielle Dinge. Aber was erwartet man von der Dunya? Lasst uns versuchen, die Barmherzigkeit, die wir für uns von Allah subhanahu wa ta'ala bei unseren Abrechnungen erhoffen, auch anderen gegenüber zu erbringen. Wenn du der Meinung bist, sie haben dir Unrecht getan, verzeih ihnen. Vergib ihnen für Allah subhanahu wa ta'ala. Mach dein Haq halal. Sag zu deinen Geschwistern im Dien, mein Bruder, du hast etwas Falsches getan, was mich sehr verletzt hat. Oder meine Schwester, die Worte, die du über mich verloren hast, haben mich sehr gekränkt. Aber trotzdem werde ich dir dafür verzeihen, weil ich Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala erhoffe. Allah subhanahu wa ta'ala lobt diese Eigenschaft im Koran mit den Worten, und wahrlich, wer geduldig ist und vergibt, das ist gewiss eine Tugend der Entschlossenheit in allen Dingen.